Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Horizon Zero Dawn. Wir befinden uns vor der Ausgrabungsstätte, wo wir den guten Olin finden sollen. Glaube ich zumindest, dass wir... Oh, der hat ein Schnellreisepaket dabei gehabt. Das kann ich auch gut gebrauchen, auch wenn das eigentlich nichts wert ist. Ja, der gute Olin, beziehungsweise Arsch Olin. Ach, die da, die können mir erstmal gestohlen bleiben. Wie komme ich jetzt da hoch? Hier. Okay, alles klar. Sind hier Gegner eigentlich oder ist das eine freundliche Ausgrabungsstätte? Ich fürchte fast, dass wir uns hier durchkämpfen müssen. Irgendwie ist das unheimlich hier. Was habt ihr also vor? Ihr wollt diese Dinger wiederbeleben. Ihre Kraft nützt uns. Maschinendämonen aus den Tiefen der Erde. Ein Albtraum. Albträume, ja, die schlimmsten Träume unserer Feinde werden nun wahr. Ja, erhebt euch! Allein erwische ich ihn nicht. Die Dinger vernichten uns alle! Sie vernichten nur unsere Feinde und erobern unser Land zurück. Mein Fokus, er geht nicht mehr. Durchsucht hier alles. Vielleicht gibt es Eindringlinge. Aber ich habe damit nichts Verzeih zu tun. Verzeih meine Einmischung, Aloy. Es ging nicht anders. Oh, wer ist da? Ein Interessierter. Ihre Fokusse sind deaktiviert, doch ich weiß nicht, wie lange. Der Rest liegt da. Wer ist da? Okay, die Fokusse sind deaktiviert. Erledige die Verderber und die Kultisten. Was ist mit Olin? Oh Mann, ey. Okay, die haben alle eigentlich mehr oder weniger die gleichen Schwächen. Ich werde hier erstmal ein paar Fallen hinstellen. So, erstmal ein paar Fallen bauen. So. Ein paar Pfeile bauen. Brandpfeile kann ich auch gebrauchen. Okay, diese Zersprengerpfeile sind übrigens richtig geil. So, hier werde ich mich erstmal absichern. Dass ich mich hier hin hoch zurückziehen kann. Mir hier keiner folgt. Oder folgen können sie mir gerne, aber dann gibt es halt richtig Ärger. Von dir lasse ich mich nicht aufhalten. Das Nora-Mädchen lebt. Tötet sie! Okay, ich bin wir aufgeflogen. Wir hatten davon. Oh, da schießen. Die schießen von oben auch noch auf mich. Verdammte Axt. Okay, ich hätte nicht gedacht, dass sie so viel aushalten. Oh shit. Oh shit. Okay, das wird wieder panisch, Leute. Das wird wieder panisch. Okay,
Okay, ich brauche die Feuerfallen. Die sind, glaube ich, viel effektiver. Au, schießt der voll in die Fresse. Oh, was ist das für ein Verderber? Der hält viel mehr aus als der andere. Okay, ich werde mal was anderes versuchen. So. Präzisionspfeil. Au! Präzisionspfeile sprengen die Rüstung ab. Der denn so viel mehr aus als der erste Verderber? Verstehe ich nicht. Burn in hell! Oh, sich da an Pfeilen reinzumalen. Komm, stirb. Danke. So, jetzt nur noch die normalen Kultisten. Was ist eigentlich mit Olin? Ist der abgehauen, die Sau? Ha! Headshot! Habe ich eigentlich noch Rohstoffe, um noch mehr Pfeile und so herzustellen? Ein bisschen Schiss, dass mir irgendwann die Materialien ausgehen und auch das Geld, ey. Ich habe echt so wenig Zeug dabei. Ein bisschen verausgabt. So, wo haben wir denn noch Gegner? Da oben ist noch einer. Da läuft Olin rum wie so ein. Wie ein Bibelstelle nicht abgeholt. Ja, die ist eigentlich hier drin. Netter Loot. Oh nein, altes Gefäß. Okay. Ha! Treffer! Schöner Headshot. Und schöner Headshot. Sehr schön. Rede mit Olin. Okay, Olin hat wahrscheinlich verstanden, dass er sich hier mit den falschen Leuten eingelassen hat. Ich meine, okay, wir haben jetzt wissen ja bereits, dass Olin auch nur erpresst wird, dass sie irgendwie seine Familie haben oder so. Ihn damit erpresst haben. Also er ist nicht wirklich einer von den Bösen. Du willst Rache. Ich bin bereit. Naja. Jetzt auf einmal bist du bereit, ja? Wo du schon am Boden liegst. Im Mitleid. Bettelst. Hör mich an. Ich muss mal ein paar Fallen bauen. Die Fallen sind jetzt auch nicht so billig. Auf jeden Fall sind die Fallen das Schlüssel gegen größere Maschinen. Fallen und auch die Schleuder, die ich jetzt gerade nicht ausgerüstet habe, dummerweise. Versprochen. Ich sage dir alles. Das musst du wohl. Die Mörder, die bei der Erprobung waren. Wer sind die? Die Eclipse. Eine Art heilige Krieger. Ein Kult der Schattenkarcher. Schattenkarcher? Sie sind nicht wie die Karcher, die ich kenne. Sie beten nicht zur Sonne. Sie beten zu einer Art Teufel. Ihr Aberglaube interessiert mich nicht. Oh, das ist kein Aberglaube. Ihr Teufel ist real. Er hat einen Namen, eine Stimme, eine schreckliche Stimme. Sie tun, was er befiehlt. Was wollen die Eclipse-Kultisten noch außer mir? Ich weiß es nicht. Aber mit dem Karja-Bürgerkrieg wollen sie wohl Avad stürzen und Meridian zurückerobern. Was habe ich damit zu tun? Ich weiß nicht. Im Kampf bei der Erprobung griff mich ein Mann an. Groß, stark, tote Augen. Helis. Und wer ist das? Der Schrecken der Sonne. Wir nannten ihn Leichenstapler, als er der Streiter des Sonnenkönigs war. Wäre er ihm nur ins Grab gefolgt. Er führt jetzt die Eclipse an. Glaub mir,
Er ist der gefährlichste von allen. Die Eklipse also. Wie kam die Eklipse auf dich? Ja, sie entführten deine Familie, aber warum du? Ich war ein Wühler. Ich grabe an dunklen Orten und bin gut darin. Sie wussten wohl, dass ich ein guter Späher wäre. Ich war in einer Höhle bei Schöpfers Ende. Als ich rauskam, warteten sie. Ich lachte über den Priester. Und er zeigte mir Helis Engagement. Da lachte ich nicht mehr. Er gab mir den Fokus, um mich zu überwachen. Ich folgte Befehlen. Du hattest Zugang zu Meridian. Warum kam sie nicht an Avat heran? Jemand wie ich erhält keine Audienz beim wahren Sonnenkönig. Aber was Ersa und Eren mir erzählten, die Eklipse hörte jedes Wort durch den Fokus. Deshalb konnte ich dich nicht warnen, denn sonst hätten sie meine Familie getötet. Aber wer ist derjenige, der uns hier geholfen hat und seinen Fokus deaktiviert hat? Das ist auch nochmal eine interessante Frage. Du sagst, der Teufel der Eklipse hat einen Namen? Hades. So nennen sie ihn. Hades. Und er kann sprechen? Bei meinem Stahl. Ich hörte es. Einmal, als er dich sah. Diese Stimme. Ein kaltes, schreckliches Klirren, das an den Knochen kratzt und dich aushöhlt. Metallisch, aber nicht wie aus der Erde oder dem Schmiedeofen. Was hat er gesagt? Systembedrohung erkannt. Nur zwei Worte. Mit der Stimme eines Teufels. Also eine Maschine, würde ich schätzen. Warum graben die Eklipse alte Maschinen aus? Und wie bringen sie sie zum Laufen? Ich dachte, sie wollten die Teile, doch sie erwecken sie wieder zum Leben. Sie pflanzten ihnen irgendein Gerät ein, sodass Hades sie aus ihren Gräbern rufen konnte. Gegen solche habe ich schon gekämpft. Gibt es andere? Ja, die du erledigt hast, nennen sie Verderber. Aber es gibt noch andere, viel größer, die uralte Waffen tragen. Sie heißen Todbringer. Ich habe sie nur in der Erde gesehen, aber nach heute ist alles möglich. Anscheinend bauen sie eine Armee auf. Wenn ja, wird die Welt fallen. Und ich bin mitschuldig. Die Eklipse sollten mich töten, weil ich einer Frau ähnlich sehe. Älter als ich, viel älter, kurzes Haar. Wer ist sie? Ich weiß nicht. Mein Fokus fand einmal ihr Bild in den Ruinen bei Schöpfers Ende. Vielleicht findest du sie dort. In den Ruinen gefunden? Wie? Da war eine Tür und daneben irgendein altes Gerät, das das Bild der Frau enthielt. Mein Fokus hat den Ort gespeichert. Du siehst aus wie sie. Ist sie deine Mutter? Ich stelle hier die Fragen. Also ich vermute ja immer noch, dass das ich bin. In der Zukunft, beziehungsweise irgendwie in der Vergangenheit und ich irgendwann eine Zeitreisende bin oder sowas. Wer weiß das schon? Das ist meine Vermutung. Ich habe genug gehört. Beenden wir es. Ich werde nicht um mein Leben betteln. Aber wenn etwas Mitgefühl in dir steckt, rette meine Familie. Bitte. Wo kann ich sie finden? Mein Fokus hat den Ort gespeichert. Dort sind immer Wachen. Aber du kommst bestimmt damit zurecht. Okay. Ich kann ihn jetzt wirklich töten. Dein Leben ist verwirkt. Tilge deine Schuld, es ist kompliziert. Boah, es ist kompliziert. Es ist kompliziert. Was heißt tilge deine Schuld? Das klingt so, auch so ein bisschen komisch. Dass er seine Schulden selber begleichen soll? Es wird viele gute Taten brauchen, bis alles abgegolten ist. Du verschonst mich? Nach all meinen Taten? Ja. Ein neues Leben, Olin. Und schmiede es weise. Dann stehe ich den Rest meines Lebens in deiner Schuld. Geh dorthin, wo deine Familie gefangen ist und warte auf mich. Ihre Leben sollst du zuerst retten. Es ist zu viel der Gnade. Aber ich werde sterben, um mich als würdig zu erweisen. Ich werde auf dich warten. Naja, also hab immerhin ich ein Problem weniger und muss ich mich jetzt nicht um seine Familie kümmern, wenn er das selber kann. Ha! Geschickt gelöst, das Ganze. Schöpfers Ende, neue Hauptquest. Okay, schauen wir mal nach. Wie lautet die? Stufe 14. Suche nach Hinweisen auf die Identität der unbekannten Frau. Wer war sie?
Ayla will in den verfallenen Ruinen einer alten Stadt mehr über die geheimnisvolle Frau erfahren, die ihr so ähnlich sieht. Okay, ich habe wieder 3 Fertigkeitspunkte. Das geht mit den Quests echt schnell. Man kriegt ja ständig Fertigkeitspunkte geschenkt. Ich weiß nicht, ob ich das hier mal lernen soll. Höhere Chance auf mehr Rohstoffe beim Plündern von vernichteten Maschinen. Finde ich eigentlich ziemlich geil. Weil es vielleicht auch die Chance erhöht, seltene Rohstoffe zu finden. Die Sachen finde ich alle irgendwie relativ kacke. Mit den Maschinen und Reitmaschinen. Also, was heißt kacke? Es ist alles geil, aber das, da kann ich drauf warten. Dann die Speerangriffe. Dafür mache ich halt zu wenig Speerangriffe. Das kann ich mir auch sparen. Das hier, die Doppelschuss und Dreifachschuss. Das ist richtig geil. Das werde ich demnächst lernen. Menschliche Gegner, ja, haben wir auch zu wenige. Und auch wieder Nahkampf mache ich zu wenig. Das brauche ich auch zu wenig. Und die Ausweichrolle, das ist auch noch ganz cool. Aber die Ausweichrolle werde ich dann danach lernen. Also ich glaube, ich werde als erstes das hier lernen. Und dann als nächstes Doppel- und Dreifachschuss. Und danach hier die Ausweichdinger. Weil das Ausweichen nervt mich echt extremst, dass ich da so oft gehittet werde. Ey, das ist doch nicht normal. Jetzt muss ich hier ganz hoch nach Schöpfers Ende. Ich habe fast die ganze Weltkarte aufgedeckt und es ist angeblich alles Level 12. Also irgendwie erschließt sich das nicht so meinem Verstand. Also ja, ich bin ganz ehrlich, ich verstehe es nicht, Leute. Ich verstehe nicht, wieso die Hauptquest so krass gefächert ist und man so weit reisen muss. Und das dann alles auch noch Level 12 ist. Also das suggeriert mir ja eigentlich, dass ich viel zu spät hier war. Ich habe jetzt gar nicht darauf geachtet, welches Level jetzt hier die Monster hatten. Aber eigentlich hätte das voll easy für mich sein müssen, was es nicht war, fand ich jetzt. Und auch die Monster, die hier rumlaufen, also abseits der Wege, ist es so gefährlich. Selbst jetzt mit Level 27 ist es echt gefährlich. Ja, da frage ich mich echt, warum? Daraus werde ich später einen Trank brauen. Nee, ich frage mich das echt. Wieso ich so weit reisen muss für die Hauptquest? Was ja so gesehen nicht schlimm ist, aber ich habe halt das Gefühl, dass ich eigentlich Nebenquests machen müsste jetzt erstmal. So im Verlaufe der Hauptquest. Aber das Level sagt mir was anderes. Das Level sagt mir, ich bin mit der Hauptquest hinterher. Ich soll keine Nebenquests machen, weil die Nebenquests haben ja das hohe Level. Erend, er steckt in der Klemme. Erend? Ach, habe ich jetzt hier die Nebenquest aktiviert aus Versehen oder was? Fällt der Gefallene, erledige die Maschine. Okay, dann machen wir das schnell. Erstmal einen Überblick verschaffen hier. Okay, das sind diese Lanzenviecher. Easy peasy. Eine Lücke suchen und... Dieses Lanzenhorn zu überbrücken ist kein Problem, aber es einzufangen. Nee, das war jetzt das wirklich wäre kein Problem. Geschafft. Mit dem guten Ehrenrent. Was macht der überhaupt hier? Sollte er nicht. Ach nee, der hat ja gesagt, er will hier auf mich warten, na genau. Komm her, lass uns reden. Ich komme gleich, ich muss noch looten. Wie sieht's denn holztechnisch aus bei mir? Komm jetzt, worauf wartest du? Okay, Reinholz habe ich wieder genug. 269. Ehrenrent, ich muss erstmal hier den ganzen Kram sammeln, das siehst du doch. Willst du nicht reden? Die NPCs hier sind echt richtige, etwas richtig Vorrat. Penetrant, oder? Also, dass sie eigentlich alle 2 Sekunden wir müssen reden. Ja, dass sie eigentlich wirklich alle 2 Sekunden dran drauf ansprechen und erinnern, dass da eine Quest offen ist, ist schon ein bisschen nervig. Naja, okay, gibt Schlimmeres. Gut, Ehrend, ich bin jetzt für dich da. Was gibt's denn, du alter Lustmolch? Was machst du ganz alleine hier draußen? Wo sind deine Männer? Ach, ich riskiere nicht ihr Leben. Wenn ich dabei draufgehen sollte, ist es nicht so schlimm, aber nicht sie. Tut mir leid, dass du es ausbaden musstest. Oh, keine Angst. Das ist ein ganz normaler Tag für mich. Du weißt schon, Maschinen vernichten, Mörder jagen. Und was ist dann ein unnormaler Tag?
Können wir loslegen? Geht's dir wirklich gut? Tja, ich bin nüchtern, also nein. Wow, immerhin kannst du klar denken. Gewöhn dich nicht daran. Erzähl mir, was mit Ersa passiert ist. Alle Einzelheiten. Niemand weiß es genau. Sie brach in der Nacht auf mit einigen ihrer besten Männer. Ihre besten Männer? Und dich nahm sie nicht mit? Nein, ich hatte zu viel getrunken. Vielleicht dachte sie, verdammt, ich weiß es nicht, dass ich es nicht packe. Suchtrupps fanden tags darauf ihre Leichen. Und die von ein paar Schattenkaja-Feiglingen. Es war ein Hinterhalt. Die Schattenkaja sind Tiere. Sie wurde so übel zugerichtet, dass man sie kaum noch erkennen kann. Es tut mir so leid, Erend. Ja, tja. Wenn ich diese Schufte finde, wird es ihnen auch leid tun. Frag mich, wie er die finden will. Und du hast keine Ahnung, warum sie mitten in der Nacht aufbrach? Nein. Doch es war bestimmt dringend. Eine Nachricht, Neuigkeiten über die Schattenkaja, ich weiß nicht. Warum haben die Schattenkaja das getan? Weil sie uns hassen und Ersa am meisten. Zusammen mit Avad hat sie sie aus Meridian gejagt. 2 Jahre haben sie ihre Wunden geleckt. Und jetzt haben sie sich an ihr gerächt. Na gut. Zeig mir, wo Ersa fiel, und ich versuche, dir zu helfen. Dann komm, folge mir. Okay, wir sind ungewollt in der nächsten Quest. Das Feld der Gefallenen. Ich meine, das ist aber auch eine Hauptquest, oder? Ich will gerade kurz die Stimme unterbrechen. Das Feld der Gefallenen. Genau, ist eine Stufe 19 Quest. Tut mir leid, Erend, wenn ich zwischendurch immer mal ein paar Blümchen pflücken muss. Was wollte Ersa bloß hier draußen? Ich weiß nicht. Es ergibt keinen Sinn. Ach so, das ist hier draußen alles passiert, oder was? Deswegen ist er hier. Schattenkaja-Gebiet? Nein, sie brachen die Waffenruhe sofort, als sie in die Kluft kamen. Da hinten. Was ist da hinten? War da der Überfall, oder? Hier ist es. Hier war der Überfall. Ah, unsere Soldaten haben alles abgesucht, aber vielleicht findet dein Artefakt noch einen Hinweis. Bitte. Ich muss diese Mistkerle finden. Kein Problem, Erend. Ich kann dich auf mich verlassen. Nachdem ich hier ein paar Blümchen gepflückt habe, lege ich sofort los. So, Erend. Schauen wir uns das mal an. Da hinten sehe ich doch schon die ersten Spuren. Das muss eine Rüstung der Schattenkaja sein. Ein Speer der Schattenkaja. Upsa. Gut geschärft. Er war nie im Einsatz. Das heißt, dass das Ganze gar nicht die Schattenkaja waren, sondern irgendjemand anders. Seltsam. Kein einziger Kratzer. Das wurde nur inszeniert. Jemand wollte es den Schattenkaja in die Schuhe schieben. Hier wurde etwas gezogen. Wurde hier jemand weggezerrt? Hast du was entdeckt? Das Blut formt eine Linie. Als ob es von etwas heruntergetropft wäre. Wie einem Karren. Siehst du? Wagenspuren. Ich glaube, jemand brachte die Leichen her und verteilte sie auf dem Feld. Wie bitte? Meinst du damit, man hat die Toten hier woanders getötet? Warum sollten die Schattenkaja das tun? Im Moment bin ich nicht mehr sicher, ob die Schattenkaja dafür verantwortlich sind. Eben, natürlich sind sie das nicht. Tja, die Spuren werden es zeigen. Erend, also der Schlauste bist du nicht, kann das sein? Die Schattenkaja würden doch nicht Spuren von Schattenkaja platzieren. Es sei denn, sie wollen, dass der Verdacht auf sie fällt, aber dann können sie auch
Keine Ahnung, da muss man ja keine Leichen erschaffen. Da könnte man es anders machen. Aber seine Schwester ist auf jeden Fall tot, oder? Die Leiche hat er. Er meinte, man kann sie kaum noch erkennen. Oder ist es vielleicht gar nicht sie? Hat sie das vielleicht alles inszeniert? Aber warum sollte sie ihrem Bruder solchen Leid zufügen? Das wäre auch komisch. Ich speichere mal schnell, Leute. Erend, bist du noch bei mir? Ja, alles klar. Das Spiel gefällt mir langsam mal richtig gut zu gefallen. Story nimmt Fahrt auf. Sie wollten Ersa tot sehen. Aber warum dieser Aufwand? Da steckt mehr dahinter. Und wir finden es heraus. Denn jetzt langsam verbindet sich das gute Gameplay auch mit einer Story. Am Anfang war es fast nur Story, dann ganz lange nur Gameplay und jetzt wird es wieder eine Mischung. Das gefällt mir. Was haben wir denn hier? Oh, ein altes Gefäß einfach mal so nebenbei gefunden. Sehr schön. Das gefällt mir. Das sind keine Schatten, Karja. Die sind von meinem Stamm, Osseram. Ist das bei euch eine normale Begrüßung? Mit einem Mädchen hat dich nicht gerechnet. Okay, das war eine Falle. Ich bin erstmal hier raus. Wahrscheinlich in den Pfeilen stehe. Pfeilhagel. Und dann... Oh, der gute Erend ist hier aber ordentlich am... Au, die schießen jetzt schon schnell, die... aus dem Rahmen. Diesen Moment haben wir... Oh Gott, kommt er da in die Ecke gelurcht, der Tief. Die wohl in ihrer Freizeit. Voll drauf! Oh, boah, voll ins Rückenmark, ey. Der hat's hinter sich. Ob die wohl in ihrer Freizeit Glühbirnen verkaufen? Von Osseram? Was ist das? Ich glaube, es ruft Maschinen her. Halt dich bereit. Was? Was ist was? Ich hab nichts gesehen. So schnell ihr könnt. Los geht's! Oh Gott, Sägezahn. Drei Sägezähne! Uhu. Sowas von weg, Junge. Ja, wenn die dann anfällig sind, dann kann man schön die Rüstung wegschießen. Boah, das ist schon Laser, Junge. Okay, und jetzt hat das Brennen aufgehört. Jetzt macht er nicht mehr so viel Schaden. So. Drecks Osseram, wieso das eigene Volk? Was ist das für... keine Schatten, Karja. Überläufer. Ich lag wohl mit allem völlig falsch. Wie immer. Bitte, benutz dein zweites Gesicht. Ich muss wissen, was wirklich passiert ist. Schon dabei. Wie soll ich das denn rausfinden, was wirklich passiert ist? Ich kann nicht in die Vergangenheit gucken. Ich bin nur keine Wahrsagerin. Muss dich ein bisschen gedulden, Erend. Ich muss mal hier ein bisschen looten. Das ist mein ganzer Loot. Die Sägezähne und so, die würde ich gerne looten. Habe ich doch noch gar nicht, oder? Moment mal, wie sieht es hier hinten aus? Hier lag doch auch noch so ein Sägezahn, oder? Hier habe ich doch so ein Sägezahn platt gemacht. Oder bin ich vollkommen falsch? Das war doch hier. Okay. Du stehst da live. Okay, ich dachte schon. Diese Felsen wurden zerschmettert. Das sieht nach Waffen der Garde aus. Okay, und da habe ich auch noch was. Was sind das für Lederriemen?
erstmal ein paar Pfeile herstellen. Wer weiß, welchen Hinterhalt ich hier als nächstes gerate. Riemen einer Rüstung. Mit einem Messer durchtrennt und ein Stein mit Blut daran. Okay, das kann alles sein. Irgendwas hat diese Steine getroffen. Etwas, das ich noch nie gesehen habe. Es ist kein Blut daran. Ersas Männer haben sich nicht gewehrt. Ich sag doch, es war ein Hinterhalt. Es war irgendjemand Bekanntes. So viel Blut. Hier sind viele Menschen gestorben. Ein Massaker. Ja, es war ein Hinterhalt. Die haben mit nichts Bösem gerechnet. Ja, die Sachen hier, die vier Sachen habe ich alle schon gescannt, da oben. Ist noch irgendwas? Ah, eine Lootkiste. Nehme ich. Anscheinend kann man etwas auf dieses Ding montieren. Da. Eine Waffe. Bei dem Stativ. Eine verbrauchte Energiezelle. Nee, das hier oder was? Das sind verbrauchte Energiezellen. Ich brauche Energiezellen. 3 Stück. Dann kriege ich diese Rüstung. Ich wette, die ist ziemlich nice, die Rüstung. So, Erend. Oh, Verwüster. Nice. Pirscher und Sägezahntrophäen brauche ich noch für die... meine Jägergilde. Das ist Ersas Helm. Sie starb nicht unten auf dem Feld. Es geschah hier. Die ganze Trickserei. Wozu? Als ob sie mich damit quälen wollen. Ich habe eine Theorie. Aber man braucht etwas Vorstellungskraft. Deine Theorien stimmen eher als die Fakten anderer. Na gut. Ich glaube, die Osaram griffen sie mit einer neuartigen Waffe an. Sie montierten sie auf dem Stativ dort. Sie gibt Kraftwellen ab oder vielleicht auch Schall. Sie hat den Stein hier zerstört. Ich glaube, sie lähmt ihre Ziele, anstatt sie zu töten. Die Garde ging hier zu Boden. Kein Blut an den Waffen. Kein Kampf. Aber warum lähmen, um sie woanders dann doch noch umzubringen? Sie wollten etwas verbergen. Hier, ein blutiger Stein. Mit dem sie Ersas Schädel einschlugen. Oder jemand anderem. Die Lederriemen wurden durchtrennt, als hätten sie jemandem die Rüstung abgenommen. Das kann nicht sein. Ihre Leiche ist in Meridian aufgebahrt, ganz sicher. Und ihr Gesicht war kaum zu erkennen. Vielleicht zogen sie jemand anderem ihre Rüstung an, jemandem von ihrer Statur. Richteten ihn so zu, dass es jeder sein könnte. Sogar Ersa. Geh zurück nach Meridian. Befürchtet. Sieh dir die Leiche nochmal an. Ist es wirklich Ersa? Liege ich falsch? Aber wenn nicht... Dann könnte meine Schwester noch leben. Ich gehe. Triff mich dort, wenn du es schaffst. Die Frage ist nur, wer oder was hat etwas davon, wenn Ersa... noch lebt und wenn er glaubt, dass sie tot wäre. Die wird es ja wohl nicht selbst inszeniert haben. Liebe Leute, das erfahren wir vielleicht das nächste Mal, wahrscheinlich aber eher noch nicht. Aber trotzdem geht es nächstes Mal weiter hier bei Horizon Zero Dawn. Würde mich sehr freuen, wenn ihr dann auch wieder dabei wärt. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Euer Silent.